Ukraine und Russland tauschen rund 400 Kriegsgefangene aus, trotz Flugzeugabsturz vor einer Woche. Vor EU-Gipfel. Spannungen wegen Ungarns Veto. Italien. Hilfe für verletzte Kinder aus dem Gazastreifen. Marinemission im Roten Meer. EU plant militärisches Eingreifen gegen Houthi-Rebellen ab Mitte Februar. Die Ukraine und Russland haben rund 400 Kriegsgefangene ausgetauscht, trotz des mutmaßlichen Abschusses eines russischen Transportflugzeugs vor einer Woche. Die genauen Zahlen der ausgetauschten Gefangenen wichen voneinander ab. Russland sprach von 195 Soldaten, die auf beiden Seiten jeweils freigelassen worden seien. Der ukrainische Präsident Zelensky zeigte sich erfreut über die Rückkehr von 207 Landsleuten aus russischer Gefangenschaft. Ursprünglich war bereits vergangene Woche Mittwoch ein Gefangenenaustausch geplant. An diesem Tag war jedoch ein Transportflugzeug der russischen Armee in der Nähe der Stadt Belgorod abgestürzt. Moskau zufolge wurde es von der ukrainischen Flugabwehr abgeschossen. 65 ukrainische Kriegsgefangene seien ums Leben gekommen. Kiew bezweifelte, dass ukrainische Kriegsgefangene an Bord waren und forderte eine internationale Untersuchung. Kartons mit insgesamt 105.000 Unterschriften russischer Bürgerinnen und Bürger treffen bei der Zentralen Wahlkommission in Moskau ein. Mit ihnen, 5.000 mehr als nötig, beantragt Kreml-Kritiker Boris Nadjestin offiziell seine Zulassung als Kandidat für die Präsidentenwahl in Russland. Ob der Name des 60-Jährigen am Ende tatsächlich auf der Kandidatenliste steht, ist die große Frage. Что я точно могу сказать? Я не собираюсь править Россией 25 лет. Через 25 лет мне будет 85 лет, и глядя на Байдена, мне кажется, что это плохая идея. Nadjestin ist der einzige Bewerber, der offen gegen den Krieg gegen die Ukraine auftritt. Dafür bekommt er unerwartet großen Zuspruch. Beobachter rechnen dennoch nicht damit, dass er eine fünfte Amtszeit von Wladimir Putin verhindern kann. Die Präsidentenwahl in Russland findet vom 15. bis 17. März statt. Die Europäische Union hat vor dem Sondergipfel am Donnerstag in Brüssel den Druck auf Ungarn erhöht, damit es der 50 Milliarden Hilfe für die Ukraine für 4 Jahre zustimmt. Auf der letzten Tagung des Europäischen Rats im Dezember hatte Ungarn sein Veto gegen die Initiative eingelegt. Nun haben viele Mitgliedstaaten die Geduld mit Viktor Orbán verloren und sind nun bereit zu handeln. Orbán habe sein Vetorecht systematisch missbraucht, heißt es. We have never seen such an isolation for a new member state against other EU member states, and it really seems to be a test for the European Union on how much it can handle its internal disagreements. Jetzt versuchen die EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten verzweifelt, Lösungen zu finden. Sie bereiten mit den übrigen 26 Ländern eine alternative Finanzierung für Kiew außerhalb des EU-Haushalts vor. Gleichzeitig fordern einige Länder, dass die EU Ungarn das Stimmrecht entzieht, indem sie das sogenannte Artikel 7-Verfahren verschärft. Ein Sanktionsregime, das bereits gegen Budapest wegen demokratischer Rückschritte in Kraft ist. We shall see whether the leaders will have enough patience to negotiate with Viktor Orbán or whether they will undertake this new way by using of Article 7, but it's just a speculation. Ungarn signalisierte indes schon früh, dass es für das Abkommen offen wäre, wenn die EU eine jährliche Überprüfung der Ukraine-Fazilität zuließe. Dies wurde von anderen Ländern aber abgelehnt. Budapest forderte auch Zugeständnisse in Bezug auf die eingefrorenen EU-Gelder für Ungarn. Eine Gesamtsumme von 20 Milliarden Euro. Orbán still has a kind of transactional logic, which means that if he receives good offers, it means that he can abandon his vetoism and obstructivist approach in the decision-making process. But I don't think it can solve the long-term problem. And long-term problem seems to be that the legal system and political system of Hungary seems to be unfit
to the institutional structures and the values of the European Union. Die Ukraine braucht dringend EU-Hilfe, um sich weiterhin gegen Russlands Aggression zu verteidigen. Gleichzeitig wird auch die US-Hilfe für Kiew vom Kongress blockiert. Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Wohnhaus im Zentrum der Stadt Deir al-Bala im Gazastreifen sind mindestens 11 Menschen getötet worden, darunter 4 Kinder. Zuletzt hatte die israelische Armee ihre Angriffe auf den Süden des Gazastreifens ausgeweitet und sich auf die Stadt Khan Yunis konzentriert. Derweil ist ein israelischer Lastwagen mit etwa 80 Leichen von Palästinensern im Najjar-Krankenhaus in Gaza angekommen. Die Leichen wurden zu einem Friedhof in Rafah gebracht und in einem Massengrab beigesetzt. Die Todesumstände sind bislang nicht bekannt. Indessen traf sich der UN-Generalsekretär Antonio Guterres mit Vertretern der Geberländer, um über das Einfrieren der Hilfsgelder zu sprechen, das auf die Anschuldigungen folgte, wonach 12 Mitarbeiter des Hilfswerks in den Anschlag vom 7. Oktober verwickelt gewesen seien. It is very critical that we recognize the central role that UNRWA plays in the Gaza Strip. There's an ongoing discussion, I think, and donor countries, of course, have set their parameters. And also have given clarity. It's an ongoing discussion. There's no substitution for the humanitarian role that is played in Gaza. Währenddessen gehen die Kämpfe in Gaza weiter. Die israelische Armee hat Filmmaterial von Gefechten mit militanten Palästinensern in Khan Yunis veröffentlicht, wonach israelische Streitkräfte gezielte Angriffe auf terroristische Infrastruktur der Hamas durchgeführt hätten. In Gazastadt machen heftige Regenfälle die Lage im Flüchtlingslager noch verzweifelter, als sie ohnehin schon ist. Während die einen versuchen, trotz der nassen Behelfsunterstände warm und trocken zu bleiben, sammeln andere Regenwasser, um es später zu verwenden. Krankenhäuser in Italien behandeln verletzte Kinder aus dem Gazastreifen. Die Kinder waren samt ihren Familien aus Ägypten ausgeflogen worden. Weitere sollen mit einem Krankenhausschiff nach Italien gebracht werden. Insgesamt will das Außenministerium in Rom 100 palästinensischen Kindern Hilfe in Italien zukommen lassen. Ein Teil der jungen Patienten wird im vatikanischen Kinderkrankenhaus Bambino Gesù versorgt. Adesso sono contenti, ma veramente sono venuti questi bambini. Dovevi vederli ieri nell'aereo come erano. Ho visto adesso sono cambiati, sono un po' meglio, molto meglio. Almeno abbiamo visto il sorriso e sono contenti che sono, hanno detto che ne sono usciti dall'inferno. La speranza nostra, dopo tutte queste vittime, dai palestinesi, anche dagli israeliani, penso che dovevano trovare una soluzione del problema, che devono trovare la pace. Die Kinder aus dem Gazastreifen haben körperliche und seelische Verletzungen. Ein Vater berichtet vom Schicksal seines 14-jährigen Sohnes. Vier ein Doktor für Ido, vier ein Doktor für Rasso, vier ein Doktor Halat Sarah Abtiji, mit Athar Limfijarat und Athar Darb, die kam für Bett. Ja, und Atlana mit Gaza Bissaube, Atlana mit Jahim, Atlana mit Ard Mahruga, Atlana, ja, ma dal Schief Gaza, la Biut, wala Schawar, wala Mustafayat. Auch andere Länder haben seit Beginn des Gaza-Kriegs verletzte Erwachsene und Kinder zur medizinischen Behandlung aufgenommen, darunter Frankreich und die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Europäische Union plant eine Marinemission im Roten Meer, und zwar ab dem 17. Februar. Das hat der hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Josep Borrell, mitgeteilt. Das Ziel sei, Schiffe zu schützen und Angriffe auf diese zu verhindern oder abzuwehren. Die Einsatzkräfte sollen gegen jegliche Aktivität der Houthi-Rebellen aus dem Jemen tätig werden. Eine wichtige Mission zu machen. By the traffic to the canal. Many European firms ask us to do that because their business model is suffering a lot due to the high increase in cost on having to go down to the South Africa and do all the tour until Europe. It's affecting costs, so it's affecting prices, so it's affecting inflation. So it's a natural endeavor for us to try to avoid this risk.
In der vergangenen Woche hatten US-amerikanische und britische Truppen erneut verschiedene Ziele der Houthi aus der Luft angegriffen. Bei den Protestaktionen von Landwirten in Frankreich hat es die ersten Festnahmen gegeben. Die Polizei teilte mit, Beamte hätten 18 Menschen wegen Verkehrsstörungen festgenommen. Französischen Medien zufolge soll die Gruppe versucht haben, ein wichtiges Lebensmittelverteilzentrum in der Nähe von Paris zu blockieren. In ganz Frankreich waren nach Angaben der Regierung rund 10.000 Landwirtinnen und Landwirte auf den Straßen. Größere Aktionen gab es beispielsweise auch in Toulouse und Lyon. Die europaweiten Proteste zeigen bereits Wirkung. Die EU-Kommission kündigte an, die Vorschrift, dass Ackerbauern 4% ihrer Nutzflächen brachliegen lassen müssen, bis Jahresende auszusetzen. Zudem soll Geflügel, Eier und Zucker aus der Ukraine künftig nicht mehr unbegrenzt zollfrei in die EU eingeführt werden dürfen. Proteste gab es auch in Deutschland, Polen, Rumänien und wie hier in Italien. Die französische Nationalversammlung hat die Aufnahme des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch in die französische Verfassung mit 493 Stimmen bei 30 Gegenstimmen gebilligt. Der Gesetzentwurf muss nun noch durch den Senat, wo der Text am 28. Februar geprüft werden soll. Laut Medienberichten gibt es Vorbehalte im rechten Lager, obwohl die Aufnahme in die Verfassung überwiegend symbolischen Charakter hat. In Frankreich ist der Schwangerschaftsabbruch auf Krankenschein bis zur 14. Schwangerschaftswoche gesetzlich gewährleistet.